Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deus Ex Human Revolution. Ja, wir sind hier... oh Gott. Mir gefällt das hier ganz und gar nicht. Wir sind hier immer noch so ein bisschen in der Falle, würde ich sagen, weil wir von einigen Gegnern hier umrundet werden. Wohin führt eigentlich dieser Lüftungsschacht? Ich würde sagen, finden wir es einfach mal raus. Okay, der führt nicht dahin, wo ich hin möchte. Leider. Aha. Ja, da müssten wir rüber. Das ist ja letztes Mal grandios gescheitert, falls wir uns noch erinnern können. Hätte ich gewusst, dass Sie mir so viel Ärger machen, hätte ich meiner Neugier über Sie garantiert nicht nachgegeben. Aber ich würde sagen, versuchen wir es trotzdem nochmal. Habt ihr Schritte gehört? Ja. Oh, Junge. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, woran es gescheitert war. Also wir sehen, das ist eindeutig keine Option. Ja, wie macht man das jetzt am dürfsten? Ausschalten, also das Ausschalten der ganzen Gegner, es wirkt mir ein bisschen zu riskant. Also nicht ganz so riskant, wie da einfach reinzurennen, aber ich glaube, da muss es doch auch einen anderen Weg geben. Okay. Vielleicht, dass ich mich zwischen diesen Kisten erstmal hinbewege. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier sicher bin, aber... Oh! Ja, okay. Ja. Das wird hier nicht so einfach werden. Wie mache ich das denn jetzt? Weil selbst das systematische Nach- und Nach-Ausschalten der Gegner bringt ja nicht besonders viel. Also, sicherlich bringt es mich einen Zacken vorwärts, aber irgendwann wird es halt auch auffällig und dann werde ich halt erwischt. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, hier unentdeckt alle auszuschalten. Ja, mir gefällt das ja auch ganz und gar nicht. Ich habe auch keine Betäubungspfeile mehr, die hier an der Stelle durchaus hilfreich wären. Jetzt versuche ich das mal. Nein! Oh. Oh, hier kann man gar nicht rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, aber... Oh, das sind so viele. Ach, da habe ich ja gar keine Munition für. So, Nummer 1. Alter, was war das denn? Was zum Teufel war denn das? Hä? Hat der einen Raketenwerfer gehabt oder war das eine Granate oder... Ich hab auch nicht gecheckt, was das gerade war. Alter Schwede. Ja, ich glaube an der Stelle werden wir noch einigermaßen lange hängen. Vielleicht wenn ich mich nach und nach... Ach man, warum bin ich so langsam? Alter, das Nachladen ist so erbärmlich langsam mit dieser Waffe. Das ist wirklich... Hä, aber warum war ich gerade so langsam unterwegs? Ich war doch nicht mehr... Ich habe doch nicht mehr gekrochen. Aber eigentlich war es auch doof. Ich hätte ihn ja auch von hinten ausschalten können. Was ich jetzt auch machen werde... Ich werde den einen mit Q ausschalten. Also mit dem Stealth-Move. Hallo, wie wär's mal etwas schneller? Okay, das geht nicht. Nein. Nein, das war's. Okay. Es ist so bescheuert. Man kann, wenn man getarnt ist, keine Leute von hinten assassinaten. Ich will die aber nicht töten, aber viele Optionen habe ich nicht. Also das ist fast die einzige Option, nicht aus der Schose rauskommen. Weil vorbeischleichen, das geht nicht. Ich werde immer von irgendjemandem entdeckt, weil die Wege, also die... Alter, geht das Menü mal. Die Wege der Wachen
die kreuzen sich halt so, dass es halt wirklich keine Ecke gibt, wo man nicht entdeckt wird. Okay, naja, Gasgranate habe ich auch nicht, also... Ja, das war vielleicht schon der beste Weg. Ja, jetzt lauf ein bisschen schneller. Hab ich gehört. Alarm aus. Okay, weg hier. Uah, lauf, Mann! Alter, ja, ist ja gut. Oh, so ein bisschen tue ich mich gerade mit der Steuerung schwer. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ach, das Geschütz da drüben, okay. Oh, der war das vorhin. Der hat mich ausgeschaltet. Oder? Ja, jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Oh, Junge. Alter! Warum war ich gerade aus der Deckung raus? Was sollte denn das? Ja, das... Hä? Das hat ihn nicht gekillt? Boah, das tut so weh. Ach, da oben ist der auch noch, ja. So, den habe ich. Aber es sind immer noch drei, ey. Das ist zum Kotzen gerade. Habe ich die eigentlich schon nachgeladen? Ja. So. Kann man das Geschütz von hinten ausschalten? Hm, schwierig. Alter! Ach, der Sniper da oben hat mich letztes Mal ausgeschaltet. Okay, jetzt schaue ich mal, ob ich ihn vielleicht erwische. Ich habe ja gar keine Munition dafür. Ach, scheiße. Ach, ich erinnere mich, hier war die elendige Falle. Das möchte ich eigentlich nicht versuchen. Da oben bist du, okay. Oh, hohoho. Okay, das ist keine gute Idee. Na, okay. Irgendwas muss ich benutzen. Schaffe ich es vielleicht, das Geschütz umzustellen? Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann wäre zumindest mein Rückweg einigermaßen gedeckt. So. Falls ich dann hier nochmal vorbei muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da den Rückweg nochmal lang muss, deswegen. Nee, das wird nix. Was? Einen Versuch habe ich noch. Okay, könnte klappen. Ja, okay, jetzt wird's schwierig. Alter, ja, wenn ich mich verklicke, ist es natürlich doppelt so blöd. Ja, das wird nix. Zugriff verweigert. Egal. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir hier nicht mehr lang müssen. Also irgendwie spackt gerade die Steuerung bei mir ab. Ich kann... Sich auf ein Schiff zu schleichen, das Gott weiß, wohin fährt, war mutig und frech. Kann aber gar nicht sagen, woran es liegt. Oh, das hat jetzt nichts gebracht. Wie komme ich denn hier am dürfsten vorbei? Ich will den Raketenwerfer ehrlich gesagt nicht dafür einsetzen, aber...
So. Ich speichere mal kurz zwischen. Alter, ja, ja, ja. Ah! Hey, irgendwie spackt gerade die Steuerung ab. Ich check das nicht. Der läuft nicht, wenn ich sage, er soll laufen und... Ist nicht so einfach gerade. Ich würde es jetzt auch nicht alles auf die Steuerung schieben, aber ich weiß jetzt nicht, was das ist. Also es wirkt irgendwie so, als wäre so ein Delay praktisch drin bei mir. Also wenn ich irgendwas mache hier, macht er das nicht instant. Und das ist halt an der Stelle ein bisschen blöd. Okay, der Laser ist doof, aber hier geht's. Okay, das geht. Ah, ich weiß, was mich gerade abfuckt, dieses dauerhaft geduckt. Weil ich habe jetzt, jetzt in letzter Zeit ein paar andere Spiele gespielt, wo man halt den C oder Steuerung, je nachdem, wie man sich duckt, gedrückt halten muss. Und ich bin es ehrlich gesagt gar nicht mehr gewohnt, dass man dann dauerhaft geduckt läuft. Und das fuckt mich, glaube ich, gerade ein bisschen ab. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier auch dahin komme, wo ich hin möchte. Aber ich vermute es doch jetzt einfach mal. Weil dieser Heavy Armored Guy, der da stand, den möchte ich mich nicht zwingend anlegen. Okay, 5 Schuss habe ich noch mit der. Ah, scheint zu funktionieren. Okay. Da vorne müssen wir hin. Und hier sind 2 Gegner. Aha. Plus ein Geschütz. Oh. Oha. Hey, ich hab... Hey, ich hab das gehört. Also ich hab gehört, dass da eine Falle ist, aber ich hab die nicht gesehen. Das war ein bisschen blöd gerade. Was für eine Scheiße ist das? Ja, das frage ich mich auch. Okay. Schwierig, schwierig, schwierig wird das Ganze hier. Oh, 3 sind es. Sich auf ein Schiff zu schleichen, das Gott weiß, wohin fährt, war mutig und frech, aber leichtsinnig. Ja. Jetzt warte ich, bis der umdreht, beziehungsweise hoffe ich, kommt der jetzt so weit rein? Vielleicht kann ich ihn von hinten erwischen. Oh nee, ich wollte nicht das Menü benutzen. Ach. Oh, das sind 3, scheiße. Uah. Moment, wo bin ich? Ah, ich verliere gerade ein bisschen die Orientierung. Alter. Ich weiß gar nicht, was heute los ist, ey. Heute ist nicht mein stärkster Tag hier, glaube ich. Oh, Alter! Alter, Mann! Da kam auch noch ein Getarnter, ey. Ey, was ist denn da heute los? Das ist ja heute echt nicht mein stärkster Tag. Okay. Das bringt nix. Vielleicht sollten wir den guten alten Tarnungstrick mal wieder versuchen. Sprich, warten, bis der Kerl... Vielleicht schalte ich den doch noch aus, aber... Ansonsten warten, bis alle so ein bisschen weg sind und dann versuch, getarnt möglichst weit zu kommen. Naja, vielleicht komme ich auch an dem vorbei da. Okay, versuchen es einfach mal. Nein! Wie lang geht denn? Wie schnell sind denn die scheiß Batterien leer? Das ist doch lächerlich! Und vor allem, ich habe 5 Batterien, warum laden sich immer nur 2 auf? Und wie lebt man sie länger? Es gibt Sachen, die ich in dem Spiel echt noch nicht voll checke. Und wie funktioniert das mit den Batterien? Ich hatte doch mal 5 volle. Aber ich habe jetzt laden immer nur die beiden auf. Oder habe ich mich getäuscht und es waren nie 5, aber... Ohne Witz. Ja, ich hab nur 2 Batterien, ja? Aber ich hatte doch mal mehr, oder? Ich bin mir sicher, dass ich mal mehr hatte.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich das. Ja klar, hätte ich augmentieren müssen. Ne? Schön blöd. Es bringt nichts. Ich muss auf jeden Fall nach und nach. Ah! Überlegung. Ich schalte den Großen aus, wenn er jetzt nochmal vorbeikommt. Dann gehe ich, da hinten ist ja eine Leiter. Dann gehe ich halt oben lang. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay, da kommen sie schon wieder angerannt. Das war der erste. Das war der zweite. Ja, so können wir es natürlich auch machen. Jetzt kommt wieder einer getarnt. Das Blöde ist, dass ich gerade nicht speichern darf. Boah, Alter! Das hätte blöd. Das hätte echt in die Hose gehen können. Bitte, bitte, bitte nicht. Oh, war das knapp. Oh, Junge. Darf ich mal wieder speichern? Hallo? Alter, war das knapp. Mal Zeit hier mich zu heilen. Irgendwo ist noch getarnt, oder? Oh ja. Wie auf Stichwort. Ich hoffe, das waren jetzt mal alle. Hey, aber hier schleichend durchzukommen, das ist wirklich alles andere als einfach. Oh, irgendeiner ist noch hier, glaube ich, oder? Also die Musik suggeriert es zumindest. Naja, Sturmgewehr nehme ich nicht. Falls es Ihnen dann besser geht, ich glaube nicht, dass Keitner vorhatte, Sie zu unserer geschätzten Frau Doktor zu schicken. Oh, Junge. Das war natürlich schön blöd. Okay. Aber definitiv. Okay, die baue ich nicht, die Munition. Aber definitiv, hey, wenn ich das nächste Mal groß was upgrade, sollte ich vielleicht auch mal drüber nachdenken, die Batteriekapazität zu erhöhen, weil. Das hätte mir jetzt schon einige Male hier echt den Arsch retten können. Was haben wir hier? Brauche ich alles nicht? Brauche ich jetzt auch nicht? Okay, wie ist denn die Munitionslage? Wie viel Schuss habe ich eigentlich für den Raketenwerfer? Einen, okay. Ich sehe schon, unten. Hier haben wir nichts für. Hier haben wir gerade nichts für. Hier ist Schutz auch. Wie viel haben wir hier? Null, okay. Sehr viele Waffen ohne Munition. Das könnte langsam ein bisschen kritisch werden. Vor allem, weil wir immer nur für Kackwaffen Munition bekommen, beziehungsweise Sachen, die wir gar nicht benutzen. Und Augmentierung kann ich gerade auch keine machen, gell? Was? 4 Praxispunkte? Das Icarus-Ladesystem wäre natürlich geil. Ich denke mal, das hatte ich ja auch, also werde ich es mir jetzt hier auch kaufen. Ja. Ich muss bei irgendeinem Lade, also wenn ich einmal, wo ich einmal geladen habe, muss ich vergessen haben, ein paar Sachen zu upgraden, die ich vorher hatte. Hier. Hä? Ohne Witz, jetzt leckt das in dem Menü oder was? Was ist denn da los? Beschleunigt die Energieaufladung und das gibt wahrscheinlich eine Batterie dazu. Ich glaube, das machen wir. Alter, was leckt denn das gerade hier? Wenn ich rausgehe aus dem Menü? Oh, leckt's auch. Verrückt. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Wisst ihr was? Ich mache einen ganz kurzen Cut und schau mal, woran es liegen könnte. Und wir sehen uns gleich wieder. Also bis dann. So, da bin ich auch schon wieder.
Ich habe jetzt keine Ahnung, was das war. Ich bin einfach mal ins Desktop zurückgegangen. Habe eigentlich nichts groß ausgestellt und auf einmal ging es wieder. Komisch. Also, ich habe jetzt 2 Energiezellen gekauft. Weil ich es gerade echt leid war. Ja, da hatten wir ja schon geschaut. Und da vorne müssen wir hin, okay. Was mache ich denn immer hier? Jetzt leckt es ja schon wieder. Ey, heute ist irgendwie... Heute ist echt der Wurm drin bei dem Game. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis meine Jungs sie finden, Jensen. Sie können nirgends hin. Ja, das sagst du. Ich komme aber einigermaßen gut vorwärts, also... Habe ich dich schon Lügen gestraft? Sie haben es geschafft. Soll ich sie jetzt bewundern oder bemitleiden? Sie haben mich für meine Taten verurteilt, Jensen. Aber sehen Sie nur, was Sie in Kauf genommen haben, um eine Frau zu finden. Jammer, schade. Aber egal. Nach allem, was ich gehört habe, nützen Sie mir auch tot noch etwas. Das ist ja super. Für dich. Oh boy. Ich hätte sie gut gebraucht. Ist etwas blöd, dass der schon weiß, wo ich bin. Aha. Alter, bitte aufstehen. Oh, Alter, wow. Oh, MP-Munition brauche ich natürlich nicht. Ach, über mir ist direkt einer. Interessant. So kurzsichtig. Oh, sehr schön. Sie betäuschen mich. Wie kann ein so gesegneter Mann so verletzen? Ich glaube, ihr seid kurzsichtig, dass ihr mich nicht seht. Wisst ihr was? Wir versuchen es tatsächlich mal hier getarnt vorwärts zu kommen. Alter. Okay. Jetzt hoffe ich, dass ich hier einigermaßen gedeckt bin. Das Wichtigste ist eigentlich, dass der Typ oben mich nicht sieht, aber... Beziehungsweise frage ich mich, ob ich nur Burke ausschalten muss oder ob ich alle Gegner ausschalten muss. Aber ich würde mal darauf tippen, dass ich nur an Burke ran muss und dass die Herausforderung an dem Ding hier eigentlich ist, an allen Gegnern vorbeizukommen. Okay. Ich hatte überlegt, sie zu rekrutieren. Aber jetzt ist mir klar, dass sie nie ein guter Soldat sein werden. Es wird schwierig, da hochzukommen. Upp. Knapp wär's gewesen. Nicht genug Energie? Okay, dann nehmen wir die Elektroschockfäule. Oh, Junge. Was? Duck dich doch! Was mache ich? Was? Was zum Teufel? Er ist einfach aufgestanden. Ich habe Tatsache nichts gedrückt. Ohne Witz, ich habe tatsächlich nichts gedrückt. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder war. Vielleicht ist der beste Ansatz echt versuchen, die Tür unten zu hacken. Aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich da auch entdeckt werde. Aber ich würde sagen, versuchen wir es einfach mal. Moment, wo muss ich hin? Ich versuch's hier. Ach, nicht direkt, Mann, ey. Komm. Naja, das wird, glaube ich, nix. Zugriff ey, so knapp.
Das ist so knapp. Ah, jetzt muss ich wieder warten. Ich würde mal sagen, in der Zwischenzeit kann man auch in Deckung gehen. Was ist denn der Kerl da drin? Der Burke. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Das heißt, ich muss diese Tür de facto hacken. Versuchen wir es nochmal, würde ich sagen. Ich bin nicht altruistisch, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ach Mann! Direkt auf Anhieb entdeckt, weißt? Nee, kannst du vergessen. Hallo? Es ist ein Scheißdreck. Das nervt. Ey, sag mal, muss ich die unten auch hacken oder was? Also ich... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ach ja, ist ja gut. Meine Fresse. Man hat aber auch wirklich in der Mission keine Auto-Hack-Sachen gefunden. Das würde ich eigentlich meinen, dass es fürs... Ich muss ja durch diese Tür, oder? Ich hatte überlegt, sie zu rekrutieren. Oder gibt es da noch einen anderen Eingang? Aber jetzt ist mir klar, dass sie nie ein guter Nö, ich sehe jetzt keinen weiteren Eingang. Außer vielleicht übers Dach? Ach, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, schauen wir es uns doch jetzt einfach mal an, weil das habe ich ja vorhin nicht gemacht. Ach, deswegen werde ich direkt am Anfang entdeckt, weil die Wahrscheinlichkeit 100% ist, ja. Vielleicht macht es am meisten Sinn, das zu hacken, und dann müsste ich ja eigentlich weiterkommen, wenn ich das hier unten hacke. Alter, Moment, ich dachte, ich könnte das hacken. Ey, da muss es noch einen anderen Eingang geben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn Sie diese Basis verlassen wollen, müssen Sie an mir vorbei, Jensen. Ach, da kann ich auch noch rein, okay. Ist aber Beeilung. Ups. Ha, so einfach wäre es gewesen. So. So kurzsichtig. Wisst ihr was? Ich warte jetzt einfach mal kurz ab, bis meine Batterien aufgeladen sind. Also bis zwei, das sollte reichen, aufgeladen sind. Dann gehe ich getarnt an ihn ran und mache einen Takedown. Das ist meiner Meinung nach der am ehesten noch bequeme Weg. Jetzt müssen wir halt nur ein bisschen warten. Ey, du wiederholst dich. Ich denke, sie wären überrascht, Jensen. Bin aber doch ein bisschen überrascht, wie einfach ich jetzt zu ihm gekommen bin, wenn ich schaue, wie schwierig es teilweise war, in vorigen Bereichen der Mission zu schleichen. Hey, wir haben es ja am Anfang von dem Video gesehen, wie schwer ich mich da getan habe. Und jetzt hier, was ja scheinbar das Finale ist, weil es war ja relativ einfach. So, jetzt ist aber der Punkt, wo ich mich frage, warum lädt jetzt laden Batterien 3 und 4 nicht auf? Weil das habe ich nämlich gemeint. Ich verstehe nicht, warum die beiden jetzt nicht aufladen. Ich habe jetzt nur zwei Batterien zur Verfügung. Das ist irgendwie ganz schräg. Moment, bitte aufstehen. Warum kann ich hier nicht aufstehen? Jetzt aber. Ach, wir machen es einfach so. Bevor der Takedown wieder nicht funktioniert. Hippostim, Splittergranate. Okay. War's das? Ich schätze mal, oder? Was sagt denn mein Missionsziel? Burke und sein Team besiegen. Und sein... Oh, nee. Burke wird mir nichts sagen, wo Megan ist, oder zulassen, dass ich die Basis Leben verlasse. Es sieht so aus, als müsste ich erst ihn und alle anderen Gegner in diesem Raum besiegen. Ach, toll. Bevor ich mir wirklich überlegen kann, wie ich aus dieser Sauerei wieder rauskomme. Das finde ich aber irgendwie doof. Ich hätte mich... Ah, vielleicht kann man den, Überlegung... Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber vielleicht kann man den Roboter umprogrammieren. Nee. Ich hätte jetzt gehofft, dass es so geht, aber leider nicht.
Naja, das heißt doch, dass wir alle nach und nach ausschalten müssen. Ich würde sagen, das machen wir aber beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deus Ex Human Revolution. Also, bis dann.